Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Lakers Germany. Und zwar habe ich mich aufgrund dessen, dass mich jetzt einige auch ernsthaft angeschrieben haben oder in den Kommentaren oder wo auch immer und mich aufgehört haben, komm schon bei der My League mit den Lakers, wo wir so ein bisschen die Saison zu Ende gespielt haben. Könnt ihr euch auch gerne nochmal anschauen. Da auch jetzt nochmal eine zweite Saison zu machen und eine dritte und wer weiß und zu gucken, wie es da weiterläuft und ja, was wir vielleicht für Veränderungen im Kader tätigen. Und ja, vielleicht können wir da auch ein paar Sachen finden, die in echt auch gar nicht so unrealistisch wären. Also wir werden jetzt natürlich nicht direkt Giannis Antetokounmpo oder so holen, sondern mal schauen, was man so an realistischen Move machen kann, wen man verlängert, wen man abgibt und wie unsere Chancen dann stehen. Wenn ihr wissen wollt, ob wir im letzten Jahr Meister geworden sind, könnt ihr es auch gerne nochmal schauen. Vielleicht ist es ja auch so eine kleine Preview auf die Saison, wie sie in echt verläuft. Wie gesagt, könnt ihr euch gerne anschauen. Erstmal Spielerrücktritte sehen wir hier. Vince Carter ist zurückgetreten. Tyson Chandler ist zurückgetreten. Jamal Crawford ist zurückgetreten. Pau Gasol ist zurückgetreten. Also jetzt keine große Überraschung. Kyle Korver ist zurückgetreten. Mal schauen, wer in echt alles so zurücktritt. Also Vince Carter zum Beispiel hat, glaube ich, jetzt schon offiziell bestätigt, dass er nach der Saison zurücktreten wird, auch wenn er vielleicht damit jetzt nicht so einen richtigen Abschied bekommt durch die ganze Kacke mit Corona aktuell. Also mal schauen, was da passiert. Crawford auch mit 18 Profijahren, Tyson Chandler mit 18. Ja, die haben ja alle schon ordentlich Jahre auf dem Buckel. Mal schauen, Leute wie Channing Fire spielen ja auch gar nicht mehr in der Liga eigentlich. Ach, ich kann jetzt hier sogar noch die Entscheidung überstimmen, aber das will ich natürlich nicht machen. Ich gehe weiter. Mitarbeiterrücktritte. Greg Popovich, das ist natürlich ganz bitter. Und Bob Weiss auch. Assistant Coach bei den Nuggets und Popovich natürlich als Head Coach, eine absolute Ikone bei den Spurs. Haben wir das auch? Hall of Fame Neulinge, Vince Carter. Ja, Popovich wäre natürlich auch noch Hall of Fame, nur die haben jetzt ja nur Spieler hier. Okay, von denen hat es nur Vince Carter reingeschafft. Kyle Korver zum Beispiel hat es nicht geschafft und Jamal Crawford auch nicht. Interessant, ich meine, dass Carter Hall of Famer wird, kann man sich glaube ich auch durchaus vorstellen, wobei ich sogar auch Leute verstehen kann, die sagen, dass Vince Carter für sie kein Hall of Famer ist. Schwierig, aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man wieder sieht, wer schon alles da reingekommen ist. Ich meine, Vince Carter ist einfach nicht auf dieser Ebene, die jetzt gerade zuletzt reingekommen sind, mit Tim Duncan, Kevin Garnett und dann auch nochmal Kobe Bryant. Auf der Ebene ist halt Vince Carter für mich nicht, aber trotzdem schon wahrscheinlich ein legitimer Hall of Famer. Liga-Meetings wird alles abgelehnt, das sind doch meistens eher kreative Sachen als sinnvolle Sachen. Draft-Lotterie, die ersten 7 Picks werden Lotterie ausgelost. Das Gegnerteam sagt 3 Team-Fouls in einem Viertel im Bonus. Okay, nee. Schaffe die Gehaltsgrenze ab. Haben auch 2 für Ja gestimmt. Okay. Spieler können am NBA-Draft nehmen, sobald sie teilnehmen, sobald sie 18 Jahre alt sind. Ah, das finde ich gar nicht so interessant. Haben wir 13 für Ja gestimmt. Das war auch die knappeste Abstimmung. Und die Shotclock auf 35 Sekunden. Das ist auch so ein Regelvorschlag, der dann zum Glück nicht angenommen wurde. Also es sind für die Verabschiedung der Regel 23 Stimmen notwendig, da ist jetzt wirklich keine Regel, nur ans was rankommen. Wir gucken uns die Liga-Neuaufteilung an, da wird ja wahrscheinlich nicht viel passiert sein. Nee, ich glaube, das könnten wir jetzt höchstens machen, aber ich meine, was sollen wir da groß verändern? Lassen wir natürlich alles so, bleiben in unserer Konferenz mit den Clippers, den Kings, den Suns und den Warriors. Lassen das weit. Ah, jetzt kommen wir zur Draft-Lotterie. Wir dürften ja eigentlich nicht so einen hohen Pick haben. Ich meine, ich spoil euch ja nicht. Uns, unten rechts steht ja sogar unsere Bilanz mit 61 Siegen. Damit sind wir überraschenderweise Erster im Westen geworden. Haben damit nicht so einen guten Pick. Überraschenderweise halt auch. So, ihr seht's hier. Die Warriors haben als schlechtes Team aus letzter Saison die besten Chancen. Gleich auf mit den Cavaliers und den Timberwolves. Okay, krass. Also ich meine, die Timberwolves, die müssten ja eigentlich auch schon Towns und Russell hier haben. Die noch mit einem Number One Pick hier. Kann natürlich krass werden. Ich meine, aus dem Draft, so aus dem Kopf, auf jeden Fall Wiseman müsste ja auf jeden Fall krass sein. Der eigentlich ist, glaube ich, noch Anthony Edwards, der krass ist. Natürlich LaMelo Ball, der dabei ist. Mal schauen. Also die Warriors zum Beispiel könnte ich mir gut vorstellen, dass die mit Wiseman einen ganz guten Pick hätten. Wir schauen mal rein ein bisschen. Aber eigentlich können wir es überspringen. Der Draft ist vielleicht sogar ganz interessant, aber das noch nicht so wirklich. So, hier sind die Picks. Wir haben den 30. Pick. Sonst haben wir, glaube ich, gar nichts. Nö, sonst haben wir ganz keinen. Schauen wir mal, irgendwann ertradet. Ansonsten, ja, gehen die Cavaliers mit dem Number One Pick raus. Haben also da die Chance, sich zum Beispiel LaMelo Ball, was eher weniger Sinn machen würde, weil die auch schon Colin Sexton haben. Und ja, sonst könnten sie natürlich einen James Wiseman zum Beispiel picken.
Die Knicks an 2 und die Hornets an 3. Boah, die Warriors sind auf 5 gedroppt, die Timberwolves auf 6. Okay. Interessant. Wir verlassen die Draft-Lotterie und gehen damit rein. Ah, Personalverpflichtung. Ja, wir wollen natürlich eigentlich alle soweit behalten. Frank Vogel als Head Coach behalten. Jason Kidd als Assistant Coach. Del Crawford. Gregory Peterson. Ja, einen Assistant GM brauchen wir scheinbar neun. Da wollen wir natürlich am besten einen, der ganz gut dabei ist schon. Also, wer ist denn hier bei brauchen? Der sieht zum Beispiel sehr gut aus. Michael Williams mit Verhandlung, Vertragsverhandlung A minus Trade-Verhandlung A. Den machen wir auf jeden Fall mal im Angebot. Mal schauen, vielleicht können wir ja vom Gehalt sogar noch ein bisschen runtergehen. Ah, willkommen. Wollen wir da nicht so geizen? Machen wir dem mal Angebot. Der hat auch schon 11 andere Angebote. Also, toi toi toi, dass der unsere Angebote annimmt. Ansonsten sollen wir noch jemandem ein Angebot machen. Die anderen haben bei Vertragsverhandlungen dann nicht so gute Werte. Wir könnten höchstens noch Nevero, der sieht ganz okay aus noch. Ja, ich glaube, Nevero machen wir auch noch ein Angebot. Und dann mal schauen. Okay. Ah, hier müssen wir uns jetzt schon entscheiden. Sollen wir den Nevero einfach nehmen? Der hat Vertragsverhandlung A minus, Trade-Verhandlung A plus, Scouting A. Scouting brauchen wir eigentlich ja gar nicht. Ja, aber komm, wir nehmen den Nevero einfach verpflichten. Und dann ist ja alles andere egal. Alles andere haben wir schon. Können wir überspringen. Jason Kidd, immer ablehnen. Den wollen wir natürlich behalten. Als Assistant Coach hier. Gefällt mir echt gut. Hat ein gutes Potenzial. Defense aber auch schon A minus. Defense doch A minus schon. Offense B minus. Sieht sehr gut aus. Chefscoach ist auch okay. Also alle jetzt nicht überdurchschnittlich krass. Die meisten aber schon ziemlich solide. Gerade Frank Vogel gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Als defensiv orientierter Coach. Dann Scouting aufholen. Okay. Also wir haben hier den James Wiseman. Was muss ich denn jetzt machen? Scouting-Trip-Plan? Nee. Ach komm, egal. Ich kriege ja sowieso den 30. Pick. Aber wir schauen uns mal die Leute an. Also James Wiseman als Top-Pick hier. Anthony Edwards, LaMelo Ball, Obi Toppin, Isaac Okoro, Danny Avdija. Keine Ahnung. Ist glaube ich auch ein Europäer, ne? Ah ne, aus Israel. Auch interessant. Cole Anthony, der soll auch krass sein. Nico Mannion. Wer kommt denn so ungefähr bei Draft Express hier auf Platz 30. Wahrscheinlich kennt man den vom Namen schon gar nicht mehr. Was sind denn die Grünen hier? Weiß ich jetzt gar nicht. Die da grün unterlegt sind. So, jetzt sind wir hier gleich. Ah, Amasilla kenne ich auf jeden Fall schon aus letzten Jahren, wo ich den schon hatte. So, an 30 wäre aktuell Josh Green. Okay, interessant. Shooting Guard. Den hatte ich glaube ich auch schon mal. Der kann glaube ich ganz gut shooten. Da ist auch bei Smittel ist dann Spezialist. Ja, es wäre vielleicht ganz interessant, ein Shooting Guard. Generell ein Guard wird, glaube ich, Sinn machen für uns. Mal können wir uns hier ganze Karte gerade angucken. Also klar, wir haben Rondo, Bradley, Cook, Green, Waiters, Caruso. Oh, Taylor und Tucker muss man vielleicht nicht mehr unbedingt erwähnen, sogar da. Aber ich meine ansonsten nicht mehr viel. So würde ich den Kern gerne halten, natürlich. Mit als Center McGee und Howard. Dann auf der 4 natürlich Davis und vielleicht Kuzma dahinter, wobei ich auch echt bereit wäre, Kuzma abzugeben. Mo ist noch als dritte Option, Dudley auch noch dahinter. Dann auf der 3 natürlich LeBron James und Caldwell Pope als Backup. Und auf der Position 1 und 2 dann Cook, Bradley, Rondo. Bradley kann man ja auch Point Guard, Shooting Guard benutzen, wie man will. Danny Green als Shooting Guard Option Nummer 1, der echt noch eine 77 hat. Okay, aber der ist halt auch schon 33. Wir haben halt relativ wenig junge Leute dabei. Horton Tucker ist halt erst 19, aber hat halt nur 72. Also die junge Leute, die Leistungsträger sind, haben wir eigentlich gar keinen. Davis mit 27 schon vielleicht so der erste, den man dann nennen kann. Also interessant, NBA Draft Combine. Ja, da müssen wir nicht mehr viel uns angucken. Ich meine, wir können ja mal schauen, wer so die Besten in den Sachen sind. Dreiviertelsprint, Cole Anthony. Zeitzonendrill, RJ Hampton. Vertikaler Sprung, Landers Nolly, okay, auch aber Cole Anthony auch wieder krass weit vorne dabei. Bankdrücken, bin ich mal gespannt. Und Kung Wu, okay, krass. 15 Fuß Jump Shot. Aus der Bewegung des Landes, okay, also sind aber nicht so die absoluten Stars hier vorne dabei. Ah, hier der Josh Green, der aktuell 30 wäre, der wäre echt vielleicht interessant für uns. Beim College 3er sieht richtig gut. Beim NBA 3 aus dem Stand.
Ist RJ Hampton der besser? MB3 aus der Bewegung auch RJ Hampton? Okay, der macht da scheinbar auch einen guten Job. Ja, interessant auf jeden Fall, das mal zu sehen. Pre-Workouts gehen wir natürlich um 30 rum. Also vielleicht hier an die Guards natürlich vor allen Dingen darum. 28, der nicht. Josh Green. Vielleicht noch einer hier aus den vorderen. Ashton Haggards und Robert Woodard. Two Second. Okay. Ah, fuck, jetzt habe ich gleich angerufen, das war. Ah, jetzt bin ich schon in den Draft gegangen. Egal, okay. Wir starten NBA Draft. Die Uhr der Cleveland Cavaliers läuft. Und die picken Obi Toppin als Number One Pick. Okay, das ist auf jeden Fall mal eine Überraschung. In der Highschool war Toppin mit 5 Sternen bewertet. Okay. Die Uhr der nichts läuft. Isaac Okoro, okay, auch nicht unbedingt der, den man da so mit auf dem Schirm hatte. Das ist ungefähr die Position, die ich Okoro erwartet hatte. Er ist ohne Zweifel ein Erstrundentalent, ein Spieler, den die Knicks-Fans lieben werden. Wenn wir erstmal sehen, was er drauf hat. Small Forward, okay, die haben ja noch Kevin Knox eigentlich. Interessant, wo der Charlotte Hornets, der dritte Pick. Anthony Edwards, ja, das macht Sinn. So, sagen die zudem auch etwas. Wird in sämtlichen Mock-Drafts der eindeutige Number One Pick. Er steht nun vor der Herausforderung, die krisenden Hornets auf die Erfolgsspur zu spüren. So, Atlanta Hawks an 4, also die Top-Picks finde ich schon interessant. Cole Anthony an 4, okay, also LaMelo Ball und James Wiseman sind beide noch drin, krass. Seine Athletik und seine Sprungkraft, ja, Sprungkraft war ja krass bei ihm. Dieser Wert war höchste aller Point Guards. So, ey, wann ist es denn mit LaMelo Ball und James Wiseman hier? Okay, LaMelo Ball an der 5 von Golden State, okay, krass. Hinter Steph Curry dann quasi. Ein sehr guter Pick. Ball ist wahrscheinlich der kreativste Playmaker, den ich seit Jahren gesehen habe. Es wird gewaltigen Spaß machen, sich die Spiele des Teams anzusehen. Ah, Ball ist echt nice. So, die Uhr der Minnesota Timberwolves läuft jetzt. Mit dem sechsten Pick. Tyrese Haliburton, okay, der sagt mir gerade gar nicht. Ich war wirklich beeindruckt davon. So, ihr letztes Jahr die Passwege zugesagt habt. 3,3 Steals pro Spiel letztes Jahr, okay, krass. Wo ist James Wiseman? Okay, auch die Pistons nehmen ihn nicht, nehmen Dennis Avdija. Oder habe ich jetzt irgendwie das nicht mitbekommen? Hallo? Draftliste. Ja, James Wiseman ist noch verfügbar. Oder? Hä, nee. Wo steht das denn? Teambedarf, Big Boards, Draft-Übersicht. Ja, Wiseman ist noch verfügbar. Okay, krass. Ja, wir warten mal noch ab, was noch passiert. Irgendwann müssen wir dann auch unseren eigenen Pick nehmen. Achten Pick. Ey, immer noch nicht James Wiseman, was? Der rückt am Ende bis zu uns auf Platz 30 durch. Die Spurs, ah, die ne ah, nehmen den auch nicht, nehmen Okungwu, der echt krass beim Bankdrücken abgeliefert hat. Schon. Ja, der sagt auch nochmal, er hat beim Draft mit 22 wiederholt beim Bankdrücken abgeliefert. Die Phoenix Suns nehmen RJ Hampton. Okay, den hätte ich auch echt gern gehabt, der ist krass. Vielleicht können wir da auch noch einen Trade bei irgendjemandem anklopfen. Der Wookies fände ich auf jeden Fall nice, da einen aus den Jahren dabei zu haben. Okay, die Wizards kriegen Wiseman. Krass, jetzt haben die Wizards auf jeden Fall mit John Wall, Bradley Beal und Wiseman, dann geilen Korso. Natürlich auch noch Moritz Wagner, den man nicht vergessen darf. Ja, ich würde sagen, wir simulieren jetzt auch mal zu unserem Pick, weil das dauert mir sonst auch zu lange hier. So, die Uhr der Lakers läuft jetzt. Let's go. Wähle Talent. Wer ist noch da? Guck mal, wer vom höchsten noch so da ist. Also, wir haben hier Ashton Hagens, der 22 Jahre jung ist. Der bestenfalls Rosse Geldrin ist. Gute Passgrundlagen, sehr beweglich, gute Sprungkraft, keine auffälligen Schwächen. So, hat 12, okay, einen Dreierquote von 30% gehabt. Noten, 3-Punkte-Treffer, B plus aber trotzdem. Wie groß ist der? 1,91 Meter. Der ist auf jeden Fall schon mal interessant. Könnte man vielleicht sogar auch als Shooting Guard benutzen. Okay, die sagen, der gibt einen 25. Pick zu den Celtics. Wir sind am 30. Pick, jetzt haben wir immer noch zur Verfügung, theoretisch. Amar Sylla weiß ich auf jeden Fall, dass er krass wird. Also den hatte ich schon häufiger jetzt. Und der hat sich echt immer gut entwickelt. Sagen, wir nehmen Ashton Hagens. Ja, komm, weil wir den als Guard eher brauchen. Bis zum Ende simulieren. Damit haben wir jetzt Hagens genommen. Und ich würde sagen, das war es auch erstmal jetzt für die Folge. Wir haben
unseren Rookie bekommen, haben den NBA Draft 2020 uns einmal angeschaut. Interessante Sachen auf jeden Fall dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein und ciao.